Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute haben wir für euch natürlich erste Bilder von Aida Perla. Dann gibt es Weihnachtswünsche von Bord und dann basteln wir ein Lebkuchenhaus. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Aida Perla ist wieder unterwegs mit richtig glücklicher Crew und noch viel wichtiger mit richtig glücklichen Gästen. Und natürlich haben wir euch erste Bilder mitgebracht. Bitteschön. Herzlich willkommen! Liebe Gäste, hier ist unser und ihr Kapitän Boris Becker! Ja. Einen wunderschönen guten Abend und ganz persönlich nochmal herzlich willkommen an Bord von Aida Perla. Es ist schön, wieder hier zu sein, wieder auf der Bühne zu stehen und ja. Es ist natürlich so, dass jetzt an Bord es natürlich auch die eine oder andere Regel gibt im Miteinander zwischen uns, wie wir so miteinander umgehen müssen. Und ich glaube, obwohl natürlich Aida Perla, glaube ich, einer der sichersten Orte in Europa momentan ist und obwohl wir ja sehr, sehr viel... sehr, sehr viel dafür getan haben, schon in unseren Prozessen und mit viel Platz und einer geringen Auslastung, ist es immer noch so, dass natürlich jeder selber auch seinen kleinen Anteil dazugeben muss jetzt, damit wir uns auch wieder, ja, damit wir auch so sicher bleiben und auch weiter Kreuzfahrten hier sicher durchführen können. Gestern, das war ein ganz eigener Moment, erstmal sie überhaupt ankommen zu sehen, sie wieder über die Gangway kommen zu sehen und dann schließlich abends den Hafen zu verlassen. Mit Gästen wieder, mit der Auslaufmelodie und allem. Das war schon ein ganz, ganz besonderer Gänsehautmoment auch für mich. Okay. Auch nach so vielen Jahren hat es da gestern... Ja, doch. Also. Ja. Viele meiner Kollegen haben mir erzählt, dass das Arbeiten an Bord während der Feiertage was ganz, ganz Besonderes ist, emotional. Und deren Weihnachtswünsche und deren Weihnachtsgrüße, die habe ich jetzt für euch. In diesen Zeiten bin ich dafür dankbar, dass meine Familie und ich gesund sind. Ich bin dankbar dafür, zu dieser Zeit auch hier an Bord sein zu dürfen. Mit lieben Kollegen, die für mich wie eine zweite Familie sind. Weihnachten bedeutet mir viel. Wenn in der Weihnachtszeit bei uns in Schweden der Schnee fällt, Schweden ist dann ein richtiges Winterwunderland.
mit Rentieren und Elchen. Dann fahren wir alle zusammen Schlitten, genießen gutes Essen und beschenken uns. I wish for myself that soon I'm gonna see my son Draco, because I'm gonna miss him so much, and I hope to see all the guests come back again here on board in AIDA. Ich wünsche mir unsere lieben Gäste zurück an Bord, dass wir bald wieder gemeinsam die Welt erkunden können, dass Delfine vor unserem Kussmund springen. Das ist mein Zuhause, das liebe ich. Außerdem wünsche ich allen ganz viel Gesundheit und vor allem Geduld. And then I wish to all of my guests they are healthy, safe, and then I really miss also the smile of my guests. Weihnachten ist nicht nur das Fest der Liebe, sondern auch das Fest der Ruhe und der Besinnung. Und genau das ist aktuell auch die Devise, die Ruhe zu Hause genießen und sich darauf besinnen, was wirklich wichtig im Leben ist. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann stellen wir schnell fest, dass wir bereits mit dem, was wirklich wichtig im Leben ist, gesegnet sind. I wish you Merry Christmas. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Merry Christmas! Der Darko hinter der Kamera, der kommt aus Nürnberg und er freut sich schon darauf, wenn es Weihnachten wieder nach Hause geht. Auch aus Nürnberg kommt der Lebkuchen. Und wie man daraus ein Haus baut, das seht ihr jetzt. Jedes Jahr aufs Neue in der Weihnachtszeit frage ich mich, wie war denn das jetzt eigentlich mit dem Haus von Nikolaus? Und Richard, unser Pastry-Chef, baut uns jetzt mal ein Lebkuchenhaus in Rekordzeit. So now we are done. And I'm hoping you a safe and merry Christmas. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von unseren Reisen, diesmal mit der wunderbarsten Weihnachtsmusik von Bord. Ich wünsche euch alles Liebe, bis zur nächsten Woche und bleibt gesund. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be Christmases be